Ja, erstmal herzlich willkommen bei dem Vortrag der Freifunk-Community Kiel, vertreten heute durch mich. Ich habe später auch noch zwei Mitredner, die zu einem der Themen noch mal ein bisschen ausführlichere Informationen bereitstellen können und auch vielleicht ein bisschen Anfragen haben. Und ja, dann wer von euch weiß, was Freifunk ist? Okay, wer von euch hat einen Freifunkrouter zu Hause? Sehr gut, okay. Dann kann ich mich bei der Einführung, was Freifunk ist, ein bisschen kürzer halten und dann mehr Zeit darauf verbrauchen, den Jahresrückblick für dieses Jahr zu geben. Also kurz für die Leute, die den Vortrag sonst nicht hier hören. Der Vortrag auf den Linux-Tagen ist eigentlich immer eine sehr gute Situation, um einen Jahresrückblick zu geben. Wir machen das jetzt seit drei Jahren immer an dieser Stelle, dass wir dann halt so ein bisschen Einführung machen und danach dann halt so einen Rückblick aufs vergangene Jahr bis zu den letzten Linux-Tagen geben, beziehungsweise das, was mir halt einfällt, kommt halt rein. Und ja, gut, dann können wir also erstmal über die, was Freifunk ist, Einführung ein bisschen schneller rüberhuschen. Wenn das zu schnell geht, dann bitte meckern. Wenn irgendwas unklar ist, bitte gleich die Hand hoch. Wir können das dann gleich on flow klären. Genau, was ist Freifunk? Freifunk ist eine nicht kommerzielle Initiative für freie Funknetzwerke. Das hört sich jetzt erstmal sehr komplex an. Wichtig daran ist ein sehr wichtiger Punkt daran ist das nicht kommerzielle. Und zwar ist diese Funknetzwerkinfrastruktur, die wir aufbauen, die wird halt von Bürgern für Bürger gebaut. Das heißt, wir alle, die Freifunkknoten betreiben, bauen das, damit unsere Umgebung damit auch arbeiten kann und unsere Umgebung damit halt eine Möglichkeit hat, digital frei zu kommunizieren. Was hier als Digital Free Speech so ein bisschen verklausuliert ist. Man kann diese Infrastruktur halt einfach mal nutzen. Wir beschränken da niemanden, die zu nutzen. Das ist auch gar nicht gewollt. Genau, es gibt keine Abhängigkeiten von irgendwelchen kommerziell orientierten Dritten, sondern halt nur die einzige Abhängigkeit, die man quasi hat, ist der Partner, mit dem man sich halt quasi das Netz zusammen aufbaut. So, es gibt da relativ viele Meinungen, was genau Freifunk ist. Deswegen gab es in diesem Jahr auch innerhalb der bundesweiten Community eine relativ rege Diskussion darum, was eigentlich Freifunk genau definiert. Und das Ganze ist dann halt im sogenannten Memorandum of Understanding zusammengeflossen und definiert jetzt halt so Freifunk in seiner Reinheit. Ich glaube, es gibt wenige Communities, die das wirklich hundertprozentig so umsetzen, wie es da drin steht. Aber das ist halt so eine Messlatte, an der wir uns alle messen, was Freifunk genau ist und was wir damit alles erreichen wollen. Ja, wie funktioniert das so ein bisschen? Das ist natürlich doof, dass die Folie da so ein bisschen nach unten verschwindet. Naja. Bei Freifunk benutzen wir im Allgemeinen 2,4 GHz bzw. 5 GHz WLAN-Geräte. Das muss nicht auf diese Spektren begrenzt sein. Wir haben halt ein vermaschtes Netz, das heißt, Leute, die dabei teilnehmen können, können sich so einen sogenannten Freifunkknoten irgendwo hinstellen und der spannt halt so ein Netz dann auf. Und einer alleine ist ja ein bisschen doof, dann kann der Nachbar sich da hinstellen und die verknüpfen sich dann automatisch, wenn sie sich über Funkwellen sehen und vergrößern so immer weiter das Netz. Und wenn jetzt halt zwei Klienten oder zwei Endbenutzergeräte, die an so einem Freifunkknoten im Netz hängen, sich aber nicht direkt sehen, dann können die aber trotzdem miteinander kommunizieren, indem die Daten nämlich von einem Knoten an den nächsten immer weitergereicht werden. So dass man dann halt, wenn man in einer größeren Umgebung ist, wo eine Abdeckung existiert, von einer Seite dieser Umgebung mit der anderen Seite kommunizieren kann. In diesen Wolken funktioniert das erstmal einwandfrei, nur mit WLAN und die verknüpfen sich halt alle, sobald sie einander sehen.
Ja, von so einem flächendeckenden Ausbau zu sprechen, ist immer ein bisschen schwierig. Man hat dann halt irgendwann so kleine Inselchen und eigentlich will man auch zwischen diesen Inseln kommunizieren können. Und dafür benutzen wir halt so eine Krücke, indem wir VPN-Tunnel durchs Internet aufbauen und damit diese Inseln verbinden. Dazu pflegt die Freifunk-Community in Kiel mehrere sogenannte Gateway-Server, die halt die VPN-Verbindungen dann aus diesen Wolken entgegennehmen und quasi dort verknüpfen. An den Stellen, wo diese Verknüpfung stattfindet, da stellen wir halt auch für die Gemeinschaft den Internetzugang eigentlich bereit. So, genau. Ideales Ziel ist, da wird halt fröhlich dran gearbeitet, dass es dann halt irgendwann so ein Backbone-Netz auf den Dächern gibt, sodass man diese Krücke übers Internet eigentlich gar nicht mehr braucht. Aber da reden wir jetzt schon 4 Jahre von. Mittlerweile zeichnet es sich ab, aber dazu später mehr. Genau. Was bietet mir das Freifunk? Genau, man hat das eigene Netz überall, wo man es möchte. Und in dem Sinne das eigene Netz halt auch, weil man ja immer dadurch, dass man selber einen Knoten abstellt, quasi einen Teil dieses Netzes quasi sein eigen nennen könnte, beziehungsweise selber zur Verfügung stellt dann. Man hat in diesen Wolken relativ hohe lokale Bandbreite. Das geht bis zu 300 Mbits, wenn die Funkverbindungen zwischen den Knoten quasi ideal wären. Im Praxistest habe ich bisher nur 100 Mbit über ein paar Hops gesehen. Aber wer von uns hat zu Hause Internet mit 100 Mbit up und down? Keine Hände, okay. Ja, es ist des Weiteren halt, wie schon mehrmals verklausuliert erwähnt, autonom verwaltete Infrastruktur. Nicht nur, dass wir die eigentliche Netzwerkinfrastruktur autonom untereinander verwalten. Wir haben auch zum Beispiel eigene DNS-Server, die halt eigene Top-Level-Domänen fahren, die man dann halt auch nur innerhalb dieses Netzes erreichen kann. Wir verwalten die Adressen selber. Es gibt da in unserem Wiki eine schöne Liste, wo man sehen kann, welche Adressen wer wie nutzt, beziehungsweise welche Adressräume für welche Zwecke reserviert sind. Wenn man da was haben will, dann gibt es schon eine kleine Gruppe, die sich da hauptsächlich darum kümmert, um den technischen Kram. Die kann man halt anschreiben und die gibt einem dann die entsprechende Ressource frei. Genau, und dann gibt es die Möglichkeit, eigene Dienste so zu hosten, wie man das selber möchte. Man ist da nicht irgendwie gebunden an irgendjemanden, der einem sagt, wie man das zu tun hat. Und kann dann zum Beispiel sein eigenes OwnCloud zu Hause fahren oder, wenn man möchte, die Drucker zu Hause übers Freifunk erreichbar machen und lustige Dinge, wie man... Also man kann alles, was man zu Hause halt normal im eigenen Netz machen kann, dann halt auch im Freifunknetz haben und hat das dann halt auch wirklich in dem gesamten Stadtgebiet, also überall da, wo Freifunk halt erreichbar ist, erreichbar. Und nicht nur dort, es gibt da noch das Intercity VPN, über das die vielen kleinen Freifunk-Communities wieder miteinander kommunizieren und Daten austauschen. Man kann diese Dienste dann sogar auch in anderen Freifunknetzen erreichen, sofern die am Intercity VPN teilnehmen. Genau, und was halt für viele, viele Leute, die nicht unbedingt direkt an dem Freifunken interessiert sind, sondern eher daran interessiert sind, immer zu Hause Bescheid zu sagen, dass man heil angekommen ist. Wir bieten da auch Internetgrundversorgung. Also Internet wird in dem Fall so realisiert, dass der Datenverkehr nicht bei den Leuten, die die VPN-Verbindungen aufbauen, zu Hause rausfällt, sondern erst zu den Gateway-Servern läuft und von da aus dann zu Exit-Knoten, die zum einen irgendwo in Schweden sind, zum anderen irgendwo in Holland oder halt bei Vereinen, die Service-Provider sind und den Traffic halt bei sich rauskippen lassen können. Wir haben ja in Deutschland leider das Problem mit der Störerhaftung und da muss man dann halt technisch irgendwie rumnavigieren, dass man da nicht einfach auf die Füße getreten bekommt. Ja, also wozu brauchen wir das? Das ist eben auch schon so ein bisschen angerissen, formuliert wurde. Wir bauen halt gesellschaftlich nachhaltige und dezentrale Infrastrukturen. Nachhaltig im Gegensatz zu kommerziellen Anbietern, wenn man da irgendwie Geld in so einen kommerziellen Anbieter versenkt, dann freuen sich meistens die Aktienhalter. Aber wenn der dann irgendwann mal meint, dass er da keinen Bock mehr drauf hat, dann hat die Gesellschaft auch nichts mehr.
da sind wir anders. Wir bauen halt mit den Mitteln der Gesellschaft für die Gesellschaft. Und wenn dann irgendjemand mal keinen Bock hat, dann funktioniert der Rest des Netzes halt weiterhin noch. Dezentral, ja, naja, es gibt halt viele Leute, die da Netz pflegen. Und es gibt keine zentrale Instanz, die halt irgendwas entscheidet. Oder sollte es nicht geben. Überwindung der digitalen Spaltung der Gesellschaft. Ja, man muss sich mal bewusst machen, dass Internet haben ein ganz schönes Privileg ist. Wenn man mal daran denkt, dass viele Leute, die in sozial schwachen Gegenden wohnen oder selber aus sozial schwachen Schichten der Bevölkerung kommen, keine Möglichkeit haben, sich so einen Internetanschluss überhaupt zu bezahlen, also zu leisten, oder aus anderen Lebensumständen dazu nicht in der Lage sind, sich irgendwo Internet zu besorgen, dann sind diese Leute komplett ausgeschlossen von der Informationsgesellschaft. Also von den Informationen, mit denen wir quasi unser tägliches Leben bestreiten, mit Quellen, wo man sich mal über Gesetze informieren kann, über Regelungen informieren kann, da kommen die ganzen Leute nicht ran. Und dies zu überwinden, dazu ist halt Freifunk auch in der Lage. Beispiele, wo das so funktioniert, kommen wie gesagt nochmal später. Ja genau, man ist unabhängig von kommerziellen Anbietern. Das ist, solange wir die Internet-VPN-Brücken benutzen müssen, natürlich nur halb wahr. Aber man ist hier halt nicht von einem kommerziellen Anbieter abhängig, sondern man kann sich das halt so ein bisschen mehr aussuchen. Beziehungsweise die Gemeinschaft kann sich das ein bisschen mehr aussuchen. Und ja, es ist ein vertrauenswürdiger und nicht diskriminierender Netzzugang. Erstmal auf das nicht diskriminierend eingehend. Wir benutzen keine sogenannten Vorschaltseiten, wo man irgendwelche AGBs akzeptieren müsste. Wir beschränken das Netz nicht, wir filtern nicht. Also wir bieten einen Netzzugang, wie man sich das halt laut RFC vorstellen würde. Und das vertrauenswürdig ist da gestern reingerutscht, als ich mal Leute gefragt habe, wozu brauchen wir eigentlich Freifunk? Und die waren offenbar der Meinung, dass es besser ist, wenn man den Netzanbieter, der man ja quasi vielleicht sogar selber ist, und den Nachbarn, denen könne man wohl mehr vertrauen als irgendeiner Firma oder irgendeiner Institution, die ganz weit weg ist. Also vertrauenswürdig und nicht diskriminierende Netzzugänge. Ja, wie kann man da helfen bzw. mitmachen? Man kann sich selber so einen Router hinstellen, der dann bzw. so einen WLAN-Access-Point, der dann fröhlich mit den anderen WLAN-Access-Points in seiner Nähe dann so ein Maschnetzwerk aufbaut und damit das Netz vergrößern oder an Stellen, wo es halt schwach ist, vielleicht ein bisschen besser aufbauen. Wir brauchen immer noch und werden auch wahrscheinlich sehr, sehr lange noch erhöhte Standpunkte für ein Backbone-Netz brauchen. Wer da Lust hat, mal sich mit seinem Vermieter auseinanderzusetzen oder wer in einem Gebäude relativ weit oben wohnt und vielleicht sogar noch einen Balkon hat, wo man eine Richtfunkantenne anbringen könnte, oder vielleicht das Gebäude sogar besitzt und das den Zugang zum Dach bereitstellen würde. Darüber freut sich die Gemeinschaft immer immens. Was für eine Investitionssumme ist das ungefähr? Das kommt darauf an, wie man diesen Standpunkt finanziert. Also erstmal das Bereitstellen kostet dich erstmal quasi nichts. Es wäre natürlich schön, wenn dann irgendjemand für die Stromrechnung aufkommt, die da anstellt. Und wenn man so einen Standpunkt hat, dann kann man halt auch mal ja, fragen, ob jemand Hardware dazu steuern würde oder einen Aufruf starten, da Mittel zusammen zu sammeln. Also das hängt halt ganz daran an, wie viel selber einem daran hängt, da so einen Backbone-Standpunkt aufzubauen und wie viel man dann selber bereit ist, neben dem Strom dafür noch zu investieren. So ein richtig gut ausgebauter Backbone-Standpunkt, da kann man schon mal 3.000, 4.000 Euro ausgeben. So eine Basisinstallation, ja, wenn man da noch so einen Masthalter oder irgendwas braucht fürs Balkongeländer, da liegt man so bei bummelig 100 Euro. Also, wenn man die ganz klein haben will.
War jetzt nicht ganz klar deine Frage jetzt auf die Backbone-erhöhten Standpunkte gegen oder jetzt einen normalen Router, den man sich zu Hause ausstellt? Das kann er ja nochmal erklären. Ja, diese Richttechnik, die am Grunde genommen, wenn man wirklich bei Zoom irgendwo wohnen würde. Ja. Und ich hatte gehört jetzt gestern, dass man doch wohl 5 Kilometer weit abdecken kann. Ja, wenn du keine Gebäude in der Nähe stehen hast, die das Signal abdecken oder du nicht direkt in den Wald reinguckst, dann funktioniert das, ja. Also wenn man da mal technisch drüber strömt und mal die Dämpfung der Luft weglässt, dann kommt man mit so einem WLAN-Signal quasi beliebig weit. Man muss halt bloß immer weiter höher. Und irgendwann ist die Erdkrümmung halt im Weg. So, aber mit der Dämpfung der Luft, die man halt immer hat, sind so 5 bis 10 Kilometer so ein Limit. Und ich kann nicht genau sagen, wie viel Bandbreite man da denn noch hat. Aber ja, seine 100 bis zu 100 Mbit bei entsprechend guter Ausrichtung kriegt man da bestimmt noch hin, über 3-4 Kilometer. Ja. Wo wir gerade bei den Backbone waren, Geld und Sachspenden sind natürlich immer gerne gesehen. Wir stecken, die sehr aktiven Menschen unter uns stecken da halt viel Zeit und teilweise auch Geld rein. Und wir können uns halt trotzdem nicht irgendwie jede Installation mal eben leisten. Von daher, wer das gut findet, was wir machen, der kann gerne Geld bzw. Sachspenden leisten. Wir können dafür allerdings aktuell keinerlei Spendenbescheinigung oder sonstiges ausstellen. Das ändert sich in der Zukunft aber eventuell. Genau, was man sonst machen kann, ist über Freifunk reden und andere informieren. Das ist relativ einfach, da braucht man auch kein technisches Know-how für. Und damit man da immer so ein bisschen informiert bleibt, gibt es zum einen das Freifunktreffen am ersten Donnerstag im Monat in den Räumen der Toppoint. Und jetzt auch neu das Freifunktreffen in Garden. Das ist jeden vierten Mittwoch im Monat. Und wenn ich das richtig sehe, im Biogarten. Da wollte sich jemand aber noch nicht festnageln drauf. Also dazu, zum letzten Treffen gibt es bestimmt irgendwann nämlich auch mal eine News auf der Webseite bzw. eine Mail über die Mailingliste. Genau. Dann ein Thema, mit dem wir immer wieder konfrontiert werden. Wie ist denn das mit der Datensicherheit? Wir benutzen da so ein offenes WLAN. Da kann ja jeder mitlesen, was ich mit meinem Nachbarn berede. Oder was ich gerade von Google will. Und warum verschlüsselt ihr eigentlich nicht? Machen doch andere auch. Naja, wir wollen halt, dass die Leute das Netz einfach nutzen können. Wir wollen niemanden ausschließen. Wir sind halt nicht diskriminierend. Und wenn man da so ein verschlüsseltes WLAN vorfindet, wer würde sich da mal eben connecten und ausprobieren, welche Passwörter da funktionieren? Ja, alle nicht so richtig motiviert, offenbar. Also wenn man anfängt zu verschlüsseln, dann schließt man die Leute halt aus und das wollen wir halt nicht. Deswegen, ganz wichtig, wenn man vertrauenswürdige Dinge übers Freifunk tut, wie zum Beispiel seine Bankkonten verwalten oder seine E-Mails abrufen oder die Amazon-Bestellung verschicken, dann darauf achten, dass ihr HTTPS benutzt, beziehungsweise bei E-Mail halt verschlüsselte E-Mail-Verbindungen, also über SMTPS oder über StarTLS oder wie auch immer, einfach mal in euren E-Mail-Client gucken, was ihr da eingestellt habt. Wenn da nicht verschlüsselt eingestellt habt, dann macht ihr was falsch. Das gilt natürlich nicht nur fürs Freifunk, das gilt mir nicht auch insbesondere im ganz regulären Internet. Also, wenn euch eure Daten lieb sind, verschlüsseln, Ende zu Ende. Ansonsten kommt der nicht mehr motivierte Admin von der Telco und liest eure Amazon-Passwörter mit. Ja, so ein Zusammenleben funktioniert natürlich immer besser, wenn man sich Regeln gibt. Haben sich dann mal Leute auch gedacht, die angefangen haben mit Freifunk und deswegen gibt es das sogenannte Peer-to-Peering Agreement. Das ist halt so ein Grundsatz, dem wir uns alle unterwerfen. Naja, was ist da drin geregelt? Da drin ist zum Beispiel geregelt, dass es freien Transit gibt, dass man
Datenströme nicht in irgendeiner Art verändert oder beeinträchtigt. Dass wir die Details für die Teilnahme an dem Netzwerk immer frei und offen legen. Und dass es halt auch keine Verfügbarkeitsgarantien gibt. Also wenn der Nachbar meint, dass nachts sein Freifunkrouter aus muss, dann muss das halt so. Und dann hat man auf jeden Fall kein Recht irgendwie darauf, ihn dann nachts aus dem Bett zu klingeln und zu motivieren, wieder seinen Freifunkrouter einzuschalten. Oder wenn jemand in Urlaub fährt und meint, dass das alles aus muss, dann ist das halt so. Also das gibt da keine Garantien. Was es natürlich umso wichtiger macht, dass man solche Netze weiter redundant ausbaut. Genau. Weiteres gibt es halt unter picopia.net, beziehungsweise wenn man sich mal das Telemediengesetz bzw. das Telekommunikationsgesetz anschaut, dann steht da im Endeffekt nichts anderes drin. Wenn man sich an diese ganzen Grundsätze hält, dann hat man halt auch noch einen netten kleinen Vorteil. Dann gilt man nämlich nach Telemediengesetz als sogenannter Durchleitungsprovider und ist damit auch nicht mehr verantwortlich gemacht werden für die Daten, die man da von einem Knoten zum nächsten weiterreicht. Ja, damit sind wir erstmal mit der Einführung durch. Irgendwelche Fragen? Du hast Verschlüsselung eben abgelehnt, weil es zu kompliziert ist. Man würde sich ja Passwörter benutzen, besorgen müssen und so. Ich habe es gesehen beim Kongress und beim Camp, dass einfach so eine DPA-Zustimmung, wo man sich selber benutzen kann und Passwort selbst ausdrucken kann. Ja, das ist. Natürlich. Dass die davon nichts wissen, das unverschlüsselt nehmen und die den Trick kennen, das sich mit eigener Verschlüsselung dann sozusagen herstellen. Ja. Gibt es da Überlegungen? Nö. Also, nichtsdestotrotz würde es resultieren in einer privilegierten und einer nicht privilegierten. Du müsstest dann halt, also ohne da technisch irgendwie weit auszuhören, du müsstest halt eine weitere SSID auf den Kisten fahren. Wir fahren da schon zwei SSIDs drauf. Und jede weitere SSID, die du ins Netz brüllst, muss halt auch von den Treibern gehandhabt werden und klaut somit den Netzen, über die man eigentlich Daten transferieren will, die Bandbreite. Des Weiteren hättest du dann halt Verschlüsselung von deinem Gerät bis zum Knoten. Und danach gibt es da keine weiteren Garantien. Wenn der Knoten seine Daten an den nächsten Nachbarn weiterreicht, dann passiert das aktuell über ein nicht verschlüsseltes Ad-Hoc-Netzwerk. So, Und wie das so in Ad-Hoc-Netzwerken ist, da reden alle miteinander. Das heißt, wenn man die Daten dann offenlegt, dann wissen auch alle das Passwort dort. Also müsste man nicht nur die kleinen Verbindungen verschlüsseln, sondern auch noch das Ad-Hoc-Netzwerk? Ja, das bringt einem ja nichts, weil jeder kennt das Passwort für das Ad-Hoc-Netzwerk. Ja. Und in einem Ad-Hoc-Netzwerk reden alle eigentlich nur mehr oder minder Broadcast miteinander. Also mir wäre nicht bekannt, dass da irgendwelche End-zu-End-Verschlüsselung, also Punkt-zu-Punkt-Verschlüsselung irgendwie im Standard steht. Alleine das Ad-Hoc mal im Zusammenhang mit Verschlüsselung genannt werde, wäre mir quasi fast neu. Von daher ist das halt kein wirklicher Zugewinn. Also die einzige wirkliche Sicherheit, die du halt bekommen kannst, ist, wenn du End-to-End machst. Und alles andere ist halt Makulatur und Overhead für die Leute, die halt diese Knoten betreiben und Ressourcen, die wir nicht haben, die dann noch zusätzlich auf den Knoten verbraucht werden. Also zum Vergleich, die kleinen Geräte, die wir so als Einsteigsgeräte erdenken, liegen übrigens bei so bummelig 15 Euro, die haben 4 MB Flash und 32 MB RAM. Von dem Flash sind jetzt, ohne dass da irgendwas zum Verschlüsseln drauf sind, noch 200K frei. Also da fängt das halt schon an, dass wir dann anders auf anderer Seite Features abbauen müssten, damit wir dann die entsprechende Software reinbekommen, um WPA 2 zu betreiben. Und die sind teilweise, wenn die so ein paar mehr Knoten haben, schnell mal auf 100% Last. Und das merkt man dann teilweise auch bei den kleinen Geräten, dass die dann halt irgendwann, dass die Verbindungsqualität bzw. die Geschwindigkeit, mit der man Verbindungen aufbauen kann und halten kann und Daten dran kommen, sinkt, weil der Knoten unter Last ist. So, ja. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung braucht man sich auch um den Rest keine Sorgen machen. Und wie gesagt, auch im Internet, nicht nur im Freifunk.
Kann man sich auf diese VPNs auch aus dem in Anführungsstrichen normalen Internet verbinden, dass man auf Dienste, die jetzt halt in dem Freifunknetz gehostet sind, Zugang? Ja, natürlich. Ja. Also die Details stehen mehr oder minder aktuell alle im Wiki. Und rein theoretisch kann man sich halt so eine VPN, diese VPN-Software, die wir dafür nutzen, installieren, sich einen Schlüssel generieren und den ganz normal einreichen. Wir, also die Leute, die halt diese Schlüssellisten verwalten, haben halt keinerlei Möglichkeit zu kontrollieren, ob das, was auf der anderen Seite da ist, jetzt so ein Plasti-Router oder eine Maschine ist. Also von daher, rein theoretisch geht das. Ich habe eine Frage zur Nachhaltigkeit. Ich glaube, 2016 sollen Routerhersteller, laut einer Gesetzesinitiative der EU, ihre Software besser schützen oder ihre Geräte dafür schützen, mit einer Software ausgestattet zu werden. Wie wollt ihr da die Nachhaltigkeit sicherstellen? Naja, die verhindern das ja irgendwie. Und wenn die alle so arbeiten, wie sie arbeiten, siehe D-Link, dann haben wir ja kein Problem. es ist auch immer noch fraglich, ob diese Richtlinie durchkommt, weil die haben da alle, die Hersteller haben da alle keinen Bock drauf. Also vor allem so welche, so TP-Link und Ubiquiti und KKG, die wissen halt in gewissem Maßen, was wir mit ihren Geräten tun und die finden das in Ordnung, weil die dadurch halt Geräte verkaufen. Das ist halt für die ein Markt. Also man setzt darauf, dass die Hersteller die Geräte wir setzen momentan darauf, dass diese Richtlinie einfach nicht kommt. Weil es, wie gesagt, mittlerweile auch eine breite Allianz in der Industrie dagegen gibt. Und wenn unsere EU-Regierung auf irgendwas hört, dann ist es ja wohl die Industrie. Ja. Gut. Wir sind jetzt schon ein bisschen im Zeitmangel, das heißt, ich würde jetzt mal ein bisschen durch den Jahresrückblick waschen. Gut, wie man sieht, wir haben mal mit 14 Knoten angefangen vor 3 Jahren und mittlerweile sind wir bei knappen 300. Also die Zahl, die krumme Zahl da unten ist gestern Nacht um 9 entstanden. Irgendwann zwischendurch, als ich später gekommen bin, stand da 305. Ich habe die Zahl dann mal nicht mehr geändert. Und wir sehen am Tag in den Peaks bis zu 500 Nutzer. Wobei wir keine Aussagen darüber treffen können, ob wenn wir jetzt 500 Nutzer sehen im Netz und im nächsten Moment 503 Nutzer, wie groß die Schnittmenge dieser Zahlen sind, also dieser Mengen sind. Da können wir keine Aussagen darüber treffen. Ihr erhebt also gar keine Statistiken, weder über MAC-Adressen noch. Ja, man kann, wenn man motiviert ist, MAC-Adressen sammeln, ja. Aber das machen wir nicht. Also aufgrund der Technologie kann man da viele Daten sammeln, wenn man das möchte. Man kann tatsächlich auch anfangen, irgendwelche MAC-Adressen zu verfolgen, wenn man da Bock drauf hat. Aber das kann man ja quasi bei jedem Medium. Ich frage deswegen, weil du hattest vorhin geschrieben, vertrauenswürdig. Vertrauenswürdig ist im Moment eine soziale Komponente. Das ist eine soziale Komponente, das ist Vertrauen. Keine technisch festgezurrte. Ja, wie gesagt, also wir haben so grobe Statistiken. Es gibt auch verlinkt im Wiki ein paar Statistiken, die tatsächlich angefertigt werden. Es gibt so ein paar Graphen, die geplottet werden die ganze Zeit. Also da siehst du dann halt, wie viele Knoten im Netz sind und wie viele Clients wir gerade sehen. Irgendwie. Also beziehungsweise das Protokoll sieht, was wir da benutzen. Aber man muss mal vorheben, letztes Jahr, 2013 oder 2014, 80 Knoten hinzu. Dieses Jahr sind es dann 120 dazu. 40 mehr als im Jahr davor. Also Wachstum zieht jetzt scheinbar so ein bisschen an. Das Projekt kriegt ja auch mittlerweile bundesweit so ein bisschen mehr Publicity. Genau, wir haben die Standorte ein bisschen ausgebaut, beziehungsweise sie wurden ausgebaut. Letztes Jahr hatten wir halt auch den Hauptbahnhof, Vineta-Platz, Unrat. Dieses Jahr hinzugekommen an interessanten Punkten sind zum Beispiel der iPhone-Reparaturladen in der Gutenbergstraße, das Café Godot daneben, das Kitty Rock Belly Full auf der anderen Seite vom Westring, quasi auch daneben. Die Räumlichkeit, in der man sich hier gerade findet, wenn man nach hinten guckt, sieht man einen dieser Geräte, die jetzt noch nicht komplett an der Wand hängen,
aber das demnächst mal sollen. Die alte Mothesius-Schule ist, man kann da quasi in der alten Mothesius-Schule von einem kompletten Vollausbau reden. Also die haben sich da frei von Gruter in jede Ecke geworfen und diese komplette Hochschule da quasi einmal mit Freifunk ausgestattet. Und dann haben wir die Erstaufnahmeeinrichtung am Nordmark-Sportfeld. Dadurch hat der Minigolf am Nordmark-Sportfeld jetzt auch Freifunk. Und im Wissenschaftspark gibt es mehrere längere Strecken zwischen der Top Point und dem Starter Kitchen. Dort kann man halt auch jetzt Freifunk nutzen. Genau, ein bisschen Infrastruktur, technischer Rückblick. Wir haben zwei Gateways dieses Jahr hinzugewonnen. Der Uplink, VPN-Uplink, funktioniert immer noch über HeightMe, aber wir haben dazu bekommen den Uplink über den Förderverein Freie Netzwerke e.V. in Berlin. Die sind ein ISP und können den Traffic halt direkt in Deutschland abkippen, den Internet-Traffic. Und von daher, also das merkt man so ein bisschen geschwindigkeitstechnisch und performance-technisch da halt schon. Des Weiteren wurde die MTU von 1480 auf 1280 gesenkt. Zu dem Schritt waren wir leider gezwungen, weil es einige Verbindungen bei deutschen Telcos gibt, die UDP-Pakete, unsere VPN-Tunnel sind quasi UDP-Tunnel, UDP-Pakete ab bestimmter Größe einfach mal droppen. Und zwar nicht so, wie man es irgendwie erwarten würde, mit hier, das ist zu groß, das Paket, mach das mal kleiner. Nein, da kommt einfach ein, nee, du darfst hier nicht rein, zurück. Und wenn man dann die Paketgrößen mal manuell ein bisschen reduziert, geht da plötzlich der Verkehr durch. Es gab da längliche Diskussionen mit diesen Telcos in deren Supportforen. De facto ist da nichts passiert und ja, wir haben dann halt mal die Initiative ergriffen und das Problem dann einfach mal behoben auf unserer Seite. 1280 ist im Übrigen das kleinste, was wir wählen können. Danach kriegt man da kein IPv6 mehr durch. Genau, obwohl wir da überall ausgebaut haben und Probleme gefixt haben, kommt es mittlerweile tatsächlich zu Engpässen Richtung Internet. Also wenn sich jemand berufen fühlt, da Ressourcen in Form von einem V-Server oder vielleicht sogar einer ganzen Maschine, die irgendwo bei Hetzner oder in einem anderen Rechnerzentrum steht, zur Verfügung stellen möchte, dann bitte bei uns melden. Genau, dann Firmware. Ja, unsere Firmware basiert immer noch auf dem Freifunk-Luan-Projekt. Es gab dieses Jahr 3 Veröffentlichungen. Im Vergleich dazu gab es im Vorjahr 2 und im Jahr davor nur eine. An der Baustelle bewegt sich halt auch einiges. Das Freifunk-Luan-Projekt hat auch deutlich mehr Mitstreiter in den Jahren jetzt bekommen. Also an der Softwarebasis wird auch sehr aktiv gearbeitet. Es gibt deutlich mehr Geräte, die wir unterstützen. Letztes Jahr waren es quasi nur TP-Link-Geräte. Mittlerweile sind einige Modelle von D-Link, Ubiquiti und Allnet dazugekommen. Also da die Palette an Geräten, die man da nutzen kann, ist deutlich breiter geworden. Features, die man vielleicht mal erwähnen möchte, ist, wir können jetzt auch über Netzwerkkabeln meshen. Das ging vorher auch schon. Da gab es bloß keinen Button für. Also jetzt kann man es auch mit Klick anmachen. Wenn man dann also mehrere dieser Knoten halt irgendwie in seinem Heimnetzwerk hat, dann kann man die Messer- und Warnfunktionen da anmachen und dann können die sich auch lokal unterhalten und müssen nicht erst über einen VPN-Tunnel miteinander reden. Ja. Ein Feature, was ich nicht so toll finde, aber was dann auf viel Nachfrage doch mal eingebaut wurde, ist ein privates WLAN, was man dann mal anmachen kann. Das heißt, man kann da, wo man den Freifunkknoten dann hinwirft und mit Netz versorgt, dann halt auch sein eigenes privates WLAN weiter nutzen, seine eigenen lokalen Heimdienste. Da wird dann halt ein weiteres WPA2 verschlüsseltes WLAN aufgemacht. Das geht, glaube ich, auch nur auf den großen wegen der Software. Und man kann das dann halt nutzen.
ja, viele Bugfixes, die rebooten nicht mehr so viel in Grenzsituationen, die Kisten, und ja, da wird weiter dran geschraubt. Genau, es gibt seit letztem Jahr auch Telefonie im Freifunk. Es gibt so ein VoIP-Setup, was von einigen betrieben wird, und es gibt ein Festnetztelefone. Also wer hier unten mal im Community-Bereich diese Telefone gesehen hat, damit kann man tatsächlich andere Telefone anrufen. Die stehen auch nicht alle nur im Haus. Also wir haben zum Beispiel in der Toppoint ein Telefon, das ist die Telefonnummer 1234. Und es gibt halt viele Leute, die Softphones benutzen. Bei Interesse einfach mal im Freifunk auf zip.ffki gehen oder auf freifon.ffki. Da kann man dann noch das Adressbuch einsehen. Ansonsten bei Interesse mal Adrian ansprechen bzw. an adk@toppoint.de schreiben. Da wird einem dann auch geholfen. Es gibt auch eine Wiki-Seite. Also einfach mal ausprobieren. Macht Spaß. Ja, also wir haben ein paar nette neue Tools. Es gibt den Mesh Viewer, der auf kurz oder lang halt die Karten ablösen will, die wir hatten bisher, und die Graphen. Der ist auch im Firefox benutzbar bei sehr vielen Knoten, im Gegensatz zu dem Graphen, den wir vorher hatten. Und es gibt einen Redmine, den wir als Issue-Tracker benutzen. Das heißt, wenn jemand tatsächlich mal irgendwie Probleme mit irgendwelchen technischen Details hat und Hilfe braucht, dann kann er da auch diese Probleme mal reporten, und wir kümmern uns dann, beziehungsweise andere Aktive können sich dann kümmern. Alternativ kann man auch auf die Mailingliste schreiben, aber genau. Dann gibt es noch was aus dem Überregionalen. Wir haben letztes Jahr angefangen, im Rahmen einer losen Gemeinschaft von norddeutschen Communities, die wir NetFnord nennen, uns zu treffen und mal so ein bisschen gemeinsame Arbeit zu verstärken. Das war 2014. Dieses Jahr sind wir da so weit zusammengerückt, dass diese Gemeinschaft anfängt, eine eigene Freifunk-Community extra nochmal aufzubauen. Die betrifft dann nicht die Communities, die bereits bestehen, aber wir haben so die Möglichkeit in dieser Community, wo alle diese kleinen, diese verteilten Communities Ressourcen reinstecken, auch das Flächenland abzudecken, was momentan irgendwie immer in die Mesh-Netzwerke der großen Communities kommen, und können so Communities, die im Flächenland sich bilden, aber keinerlei technische Personalitäten haben, die Möglichkeit bieten, selber eine Community zu starten und sich selber erstmal um die wichtigen Sachen in so einem Projekt mit viel Vertrauen aufzubauen, und zwar die soziale Komponente. Die können dann ein Freifunktreffen machen und können dann das alles schon nutzen, ohne dass sie da irgendjemanden haben, der da erstmal technisch drüber eine Ahnung haben muss, und können sich so Stückchen für Stückchen dann halt aufbauen. Ja, wir treffen uns da in der Runde dreimal im Jahr, zweimal auf der sogenannten FFNordCon. Die gab es in diesem Jahr in der Form von 2015.1 bzw. 2015.2 im April bzw. im September. Und das dritte Mal trifft sich diese Gemeinschaft halt mehr oder minder auf dem Chaos Communication Kongress in Hamburg. Ja, die Kooperation ist da sehr verfestigt. Also man merkt das bei den Werkzeugen, die wir benutzen, dass da halt wirklich mittlerweile alle auch an einem Strang ziehen und die Werkzeuge verbessern. Und nicht mehr jede Community irgendwie selber vor sich hin werkelt. Also, übliches Problem ist ja bei solchen Projekten, dass die Personaldecke immer so relativ dünn ist, und wenn man sich da irgendwie gegenseitig hilft, dann wird die halt virtuell ein bisschen dicker und man kann mal auf Lösungen aus anderen Gemeinschaften zurückgreifen. Das funktioniert ganz gut. Genau, dann das tolle Thema öffentliche Dächer. Es gab im März einen Beschluss des Landtags zum Öffnen von Landesdächern für nicht kommerzielle WLAN-Anbieter. Da gibt es ein internationales Bekundungsverfahren, das läuft gerade. Da wissen wir hoffentlich irgendwann demnächst mehr und können dann auch öffentlich mal ordentlich darüber reden. Und im Mai hat der Stadtrat
von Kiel die Stadtdächer explizit für Freifunk geöffnet. Da ist politisch aber bis auf diese Entscheidung noch nicht sehr viel passiert. Also wir warten immer noch darauf, dass dann tatsächlich mal irgendwelche Stadtdächer wirklich zur Verfügung stehen und nicht nur das Wort im Raum steht. Aber da arbeiten Kollegen dran, dass da die Leute mal so ein bisschen motiviert werden, das jetzt auch umzusetzen. Ja, in dem Zusammenhang ist halt in dieser, also vor allem im ersten Punkt, ein gemeinsamer Verein geplant, der dann hoffentlich auch gemeinnützig wird. Und der wäre dann halt in der Lage, Dachverträge mit Eignern abzuschließen, beziehungsweise auch Spenden entgegenzunehmen und diese zu verwalten. Genau. Ja, Öffentlichkeitsarbeit, die heute bisher so passiert ist. Es gab diverse Vorträge, es gab wieder Aktionen auf dem Barcamp. Es gab dieses Jahr die Installation auf der Jungen Bühne mit dem Unterschied, dass es dieses Jahr tatsächlich auch Ablehnung gab auf der Jungen Bühne. Das heißt, man hat auf der Kieler Woche bei der Jungen Bühne Freifunk in Real gehabt und konnte da fröhlich surfen und so. Also da sind die aber im Endeffekt auch dieses Jahr mal wirklich auf uns zugekommen und haben gesagt, wir wollen das jetzt mal ordentlich und nicht nur so eine Lokalwolke haben. Ja, und plötzlich ging's. Ja, und ein ganz großes Thema, auf das wir jetzt noch ein bisschen länger eingehen können, ist die Versorgung von Flüchtlingsunterkünften. Und da haben wir jetzt auch noch 10 Minuten, dass meine beiden Mitredner hier mal so ein bisschen berichten können, was da passiert und was für Probleme da hat. Ein bisschen lächeln. Florian. Muss das so. Ich greife da hier mal ans Hemd. Ist gut so? Ich habe mitgeholfen bei dem Aufbau auf dem Erstaufnahmeeinrichtung auf dem Nordpark Sportfeld. Das ging darüber, dass einmal die Leute da angeredet, gesprochen werden, was Freifunk eigentlich ist in der Umgebung. Da war zum Beispiel eine Gastwirtschaft, da ist der erste Kieler Hockey- und Tennisclub. Da die Gastwirtschaft hat sich bereit erklärt, einen Ablink bereit zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise der Club selber. Nachher beim Aufbau gab es ein klein wenig Schwierigkeiten im Sinne von, dass die Probleme hatten bei ihrem eigenen Internetanschluss, der Hockeyclub, aber dadurch, dass die Gastwirtschaft sich auch nachher angesprochen wurde und auch bereit erklärt hatte, deren Internetzugang für den VPN-Tunnel zur Verfügung zu stellen, hat sich das insofern aufgelöst. Und die nächste Schwierigkeit war dann eben von der Gastwirtschaft auf die Fläche selber von der Erstaufnahmeeinrichtung zu kommen. Denn da ist einmal das gesamte Nordpark-Vorspiel ist eigentlich von Bäumen umringt und auch selber in der Fläche bei dem Club sind auch sehr Bäume gegenüber der Erstaufnahmeeinrichtung. Dadurch ist das schwierig gewesen, da mal einen Zugang zu finden, aber das hat auch geklappt und da haben wir dann so eine Richtfunkverbindung aufgebaut können. Ja. Das heißt, auf der Fläche selber ist jetzt Freifunk zur Verfügung, steht da zur Verfügung und wir haben da mit dem DRK, also dem Deutschen Roten Kreuz, dann da zusammengearbeitet, dass wir da in deren Räumen das dann zur Verfügung stellen durften. Ja, das ist so der kleine Überblick, wie da der Aufbau jetzt noch voranschreitet. Also wenn Fragen sind, gerne. Ansonsten würde ich jetzt an den Kollegen weitergeben, der das an einer anderen Stelle gemacht hat. Das sind bis zu 50 Endgeräte. Die da sich einbuchen. Das auch, aber auch schon täglich. Also das ist
konstant so die Größenordnung. Ja. Ja. Danke. So. Okay. Christian hat ein zweites Projekt in die Richtung, das aber noch nicht so weit fortgeschritten ist und kann das vielleicht mal mit erzählen, was die Probleme sind. Genau. So. Ja, mein Name ist Christian. Ich engagiere mich letztendlich ungefähr ein Vierteljahr für Freifunk. Erstmal vielen, vielen Dank dafür, dass ich hier so kurzfristig sprechen durfte. Mein Projekt steht letztendlich ganz am Anfang noch. Wir haben hier in Garden im Lippscher Baum, dort wird in etwa 2 Wochen eine weitere Flüchtlingseinrichtung aufgebaut werden. Die Anfrage kam letzte Woche über die Mailingliste. Das Projekt wird getragen unter anderem von der Caritas und der St. Michaeliskirche hier in Kiel. Da kann man schon mal sehen, wie schnell das manchmal gehen kann. Also wir haben eine Anfrage, die kam letzte Woche und am besten ist es, wenn das nächste Woche schon fertig ist. Das werden wir nicht hinkriegen, zumal wir die ganz normalen Probleme haben, die wir bei jedem anderen größeren Projekt auch haben. Wer stellt den Uplink? Wer stellt Gelder dafür bereit? Und wer ist jetzt endlich vor Ort, um das Ganze umzusetzen? Einen kleinen Vorteil haben wir. Wir haben die Caritas auf unserer Seite. Das heißt, das Geld, da können wir schon mal so einen kleinen Haken dran machen. Das kriegen wir irgendwie hin. Auf der anderen Seite brauchen wir Leute, die einen Uplink bereitstellen. Die erste Koordinationsbesprechung ist erst in der nächsten Woche, wo ich leider auch nicht dran teilnehmen kann. Deswegen, wenn jemand hier in der Runde oder wenn das jemand sieht und sich jemand dafür berufen fühlt, dann möge er doch bitte mit mir in Verbindung treten, direkt hier über Freifunk Kiel. Um mich da zu vertreten oder auch einfach um mitzuwirken. Oder vielleicht wohnt jemand in der Gegend und sagt, hier, ich finde das toll, ich würde da mitwirken. Dann wäre uns da sehr geholfen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch infrastrukturelle Probleme. Das heißt, wir wissen nicht genau, wie viele Leute kommen da überhaupt, was ist da vor Ort überhaupt für eine Gegebenheit. Ist es einfach ein normales Haus? Gibt es da eine Hausverkabelung, wo ich letztendlich meinen Router irgendwo einstöpsel und 2 Etagen später stöpsel ich noch einen an und zack, ist das Ding erledigt. Oder fange ich da an, mit irgendwelchen wilden Netzwerkverkabelungen vom Fenster aus bis ins Dachgeschoss irgendwas zu realisieren? Das sind so die Probleme, die man bei solchen Projekten immer wieder findet. Genau. Und wie gesagt, nochmal mein Aufruf, wenn sich jemand berufen fühlt, da mitzuwirken, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn er sich mit mir in Verbindung setzt. In Angesicht der Zeit, wenn Fragen noch sind, dann jetzt. Bitte. Ja, ich glaube, hier passiert etwas, Graz hat was gemacht, Wien, in Berlin gibt es auch Hilfe für Flüchtlinge, auch auf der Basis Freifunk. Ich möchte anregen, bitte macht darüber einen Vortrag beim Kongress in Hamburg Ende des Jahres, denn ich denke mal, das ist ein großes Thema und es braucht mehr Aufmerksamkeit. Ja? Ja, vielleicht können wir uns im Anschluss nochmal kurz austauschen für die Daten und dann kommen wir da sicher irgendwo zusammen, ja, gerne. Ja. Vielen Dank. Ich bitte das mit der Person, kann das nicht irgendwo. Ja, ich habe schon. Sprichst du nochmal? Ja, ich gehe nochmal. Ja, okay. Ja, nochmal auf die Veranstaltungshinweise. Wie gesagt, in Garden gibt es am 23. September das erste, hoffentlich dann wirklich regelmäßige Freifunktreffen. Wahrscheinlich neben dem Biogarten. Und am 1. Oktober gibt es wieder in den Räumlichkeiten der Toppoint das nächste kielweite Freifunktreffen. Also wenn ihr in irgendeinem Stadtteil meint, dass ihr da noch ein Freifunktreffen braucht, weil ihr da so viele Leute habt und die alle nicht irgendwo sonst wo bis zur Uni fahren wollen, dann trefft euch da regelmäßig, publiziert das über die Liste. Desto mehr lokale Freifunktreffen wir haben, desto besser. Ja, ansonsten noch irgendwelche Fragen? Wir haben noch genau 3 Minuten. Ich habe noch ein paar Fragen oder eine Frage. Ich nur, es gab jetzt ja dieses neue Gesetz, das neue Gesetz, das verabschiedet wurde, die WLAN-Freigabe und so. Hat das irgendwelche Auswirkungen auf Freifunk selber? Ich habe jetzt irgendwie gestern auf der Mailliste gelesen, dass es da irgendwie so eine mögliche Auswirkung geben könnte, dass das Problem wird.
Also im Endeffekt gießt diese neue TMG-Novelle halt nur das fest, was momentan gesprochene Rechtsverunglimpfung ist. Also im Endeffekt ändert sich für uns quasi nichts. Wir werden weiterhin unseren Traffic über das Ausland oder über gemeinschaftliche Service Provider ins Internet leiten müssen und nicht aus den lokalen Anschlüssen. Und ja. Aber ja. Man merkt halt, aus welcher Richtung dieser Gesetzesvorschlag kommt. Und ich finde es halt auch sehr traurig, dass Herr Maas sich da vom Wirtschaftsminister irgendwie das Ressort graben lässt, anstatt dass da halt mal Leute mit Ahnung dran arbeiten, wird hier offenbar eher Wirtschaftsinteresse aus bestimmten Richtungen unterstützt. Naja, kann man lange drüber reden. Sonst Fragen? Wie sieht die Planung aus dort bezüglich der neuen Regelung bei der FCC und den Closed Firmwares? Ja, das ist so ein Thema, was man lieber, glaube ich, mal den Freie Netze e.V. fragt, weil die organisieren da gerade Kampagnen gegen. Ansonsten gibt es da, wie gesagt, schon eine relativ breite Allianz von Herstellern, die sich dagegen stellen. Okay, noch eine Frage. Wie ist das, wird es von angesprochen, dass hier die Leute sind, die eigene VPN-Kunden können, noch irgendwie bereitstellen in der Form? Ja. Sind die quasi im Ausland? Ist das ein Server, der im Ausland ist? Da kann das auch ein Server sein, dass ich für Post Europe habe, der irgendwo ja. Man muss darf da nicht vergessen, wir brauchen da halt eine richtige VM, auf der dann auch nichts anderes mehr läuft, außer der Kram. Okay. Weil wir da aus wartungstechnischen Gründen halt auch immer Root-Zugriff brauchen und wenn du da halt irgendwie eigene Sachen hast, dann ist das halt immer doof. Ja, okay, klar. Man muss das ein Root-Server sein oder reicht es aus dem Standard-Virtual-Maschine? Es wäre schön, wenn das nur, wenn, also ein richtiger Root-Server wäre halt schön. So eine Virtual-Maschine funktioniert auch. Aber mit denen haben wir halt performance-technisch. Wenn da dann viel auf der Kiste los ist, dann kannst du vergessen. Und wir verbrauchen halt bis zu 10, 15 Terabyte Traffic im Monat. Also das ist für so, was auf den anderen Kisten durchgeht. Aktuell. Sollst du noch Fragen? Keine? Wunderbar. Ansonsten, Fragen können auch unten gerne noch am Stand gestellt werden. Und wir quatschen auch immer gerne so über das Thema. Von daher erstmal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ja, dann bis gleich unten am Stand.